Hoffenheim. Auch mit Hoffenheim oder mit? Ja, mit Hoffenheim. Gut. Die ist voll auf. Wie stolz bist du denn mittlerweile jetzt darauf, dass du tatsächlich auch bei der TSG Hoffenheim kicken kannst? Also schon sehr, weil ich etwas näher gekommen bin, mein Ziel. Ja, was ist dein großes Ziel? Einmal nach Bayern zu gehen, bei den Frauen zu spielen, in der Bundesliga und in die Nationalmannschaft zu kommen. Okay, das ist aber, könnte noch ein kleiner Weg sein, ne? Bis dahin. Ja. Und was sagen deine Freunde und Freundinnen dazu, dass du so intensiv eigentlich nur noch dem Fußball hinterherläufst? Also sie freuen sich halt für mich, dass ich da spiele und wir reden eigentlich immer auch über die Spiele und ja, mehr machen wir bei uns. Und wie ist das für Sie, Frau Haberer, als Mama? Ist das immer Spaß oder manchmal auch Stress? Ja, also wenn ich ehrlich bin, natürlich macht mir das auch Spaß. Ich liebe den Fußball, aber es ist natürlich sehr aufwendig. Auch die Zeiten, wir sind viel unterwegs. Ja. Wir sind bestimmt 3 bis 5 Mal maximal unterwegs in der Woche im Fußball. Ist nicht ganz einfach, weil Arbeit, Hund, Haushalt, Kind, alles in einen Hut zu kriegen, ist nicht ganz einfach. Haben Sie dann auch erstmal mit den Trainern gesprochen? Macht das tatsächlich Sinn? Funktioniert das? Ja, funktioniert ganz gut. Ja. Also wir haben sowohl in Altrib das auch abgesprochen mit der TSG. Sie trainiert hauptsächlich in der TSG Hoffenheim und spielt aber am Wochenende auch in Altrib dann. Dann wird es allerhöchste Zeit, dass wir dich nochmal in Action erleben, denn wir haben dich einfach mal einen Tag lang mit der Kamera begleitet und das Ganze ging los natürlich in der Schule. Egal welcher Ball. Denise Haberer jagt jedem hinterher, am liebsten aber dem Fußball. Die 12-jährige Realschülerin besucht die Rudolf-Wier-Schule in Limburger Hof. Mutter Francesca ist das perfekte Mama-Taxi. Immer dabei? Fußbälle. Nach der Schule geht's nach Hause, ins nahe Rheingönheim. Hier wartet ein spezieller Fußballer auf Denise. Cristiano, ihr 4-jähriger Labrador Golden Retriever Mix. Benannt nach dem Superfußballer Cristiano Ronaldo, steht der Labrador beim Kopfball dem echten Ronaldo in nichts nach. Kurze Verschnaufpause beim Mittagessen und Absprechen der weiteren Termine mit Mama Francesca. Boateng. Auch wenn er aus der Nationalelf ausgemustert wurde, ist Denise Riesenvorbild. Die Schule ist wichtig, doch vom Fußball zu träumen gehört für sie dazu. Später einmal für einen großen Verein spielen, am liebsten bei den Frauen vom FC Bayern München, das wär's. Ihre fußballerische Karriere begann mit 6 Jahren beim TuS Altrib. Für den spielt Denise noch heute als einziges Mädchen im Jungsteam. Und mit ihnen hat sie schon so manche Erfolge errungen. Beim Tischkickern kann Mama Francesca noch mithalten. Auch das Gassigehen mit Cristiano geht natürlich nur mit Ball. Immerhin kann man von so einem Taktik- und Technikfuchs, pardon, Hund, noch so einiges lernen. Zum Abschluss des Tages heißt es dann für Denise natürlich Fußball spielen. Und das bei einem Top-Team, der TSG Hoffenheim. Hier spielt sie seit einem Jahr in der U13-Mannschaft mit Perspektive. Denise ist definitiv gut. Sie hat ihre Stärken in der Schnelligkeit und auch die Zweikampfstärke, wo sie sich gegen ihre Alterskontrahentin durchsetzen kann. Jetzt mal sehen, wie weit das noch klappt hier. Sie ist jetzt in der U13, schafft es hoffentlich in die U14, hat jetzt noch ein Jahr Zeit. Der Weg ist weit, aber wir sind da zuversichtlich, dass sie das packt. Für Denise heißt es jetzt auf jeden Fall nicht nachlassen, dranbleiben und konzentriert den Abschluss suchen. Und wer weiß, vielleicht heißt es ja eines Tages Denise Haberer, Tor für Deutschland. Ah, das wäre schon der große Traum, oder? Das spürt man aber auch ganz deutlich bei dir. Und dein Kinderzimmer ist ja auch ein absolutes Fußballparadies, ja. Sind deine Freundinnen davon begeistert, oder? Also sie haben schon ab und zu mal gesagt, dass mein Zimmer cool ist, aber sonst haben sie eigentlich nichts da dazu gesagt. Und dein Fußballpartner Cristiano, euer Labrador Golden Retriever Mix, wie lange hat das gedauert, bis der Kopfball spielen konnte? Also ich habe immer in der Wohnung Fußball gespielt und irgendwann ist er dann gekommen und hat mir halt meinen Ball weggenommen und ich habe halt irgendwann den Ball hochgeschmissen und er hat dann immer mit der Schnauze zurückgespielt. Und dann wird Leckerli trainiert, oder was? Ja. Ah, wie cool ist das denn? Und
Wer jetzt gerade bei dem Film ganz genau aufgepasst hat, wir haben ja ein Mannschaftsfoto gesehen von der TuS Altre, ja. Da bist du nicht mehr das einzige Mädel, sondern neben dir steht einfach deine Mitspielerin mittlerweile. Aber du warst ein Pionier in der Mannschaft, ne? Ja. War das denn für die Jungs leicht zu akzeptieren, dass da auf einmal Mädel mit dabei ist? Also am Anfang haben die schon manchmal gelacht, aber mittlerweile sind wir einfach ein Team geworden. Das heißt, ihr tauscht euch auch ganz normal aus und von daher überhaupt gar kein Problem. Gehörst du denn zur Stammelf oder wirst du eher eingewechselt? Nein, also ich spiele eigentlich schon immer durch und ja, mein Trainer weiß es ja natürlich auch, da ich auch noch bei Hoffenheim trainiere und deswegen. Und wie kam es denn jetzt dazu, dass du dann zur TSG Hoffenheim gekommen bist überhaupt? Also wir hatten halt ein Spiel mit Altrip und dann war halt ein Scouter von den Hoffenheim Jungs und der hat mich halt dann gesehen und hat das dann halt gemeldet und wollte meine Unterlagen und alles. So, und wurde dann erst nur mit dir verhandelt oder wurde dann auch relativ schnell schon mit Ihnen verhandelt, Frau Haber? Ja, also der Scout von Hoffenheim kam einen Tag später zum DFB-Jungsstützpunkt, wo sie auch trainiert montags, und kam dann auf uns zu und hat dann gesagt, dass er beim Spiel gesichtet worden ist und er wollte es heute nochmal angucken beim DFB-Spiel und ja, und dann halt mal, ob wir Lust haben, mal bei Hoffenheim mitzumachen. Und war für Sie auch von vornherein klar, hey, wenn die Chance jetzt schon mal da ist, dann nehmen wir die auch an, oder haben Sie gedacht, okay,